Hallo und willkommen zurück bei Stranded Deep. Tief in der Karibik, die Insel Mealy Island. Und wir sind immer noch, es ist immer noch Nacht, wir sitzen immer noch fest, es ist immer noch diese Insel mit der schwebenden Palme. Wir kommen immer noch nicht weg und nachts können wir auch nicht tauchen und ein Bett will ich mir auch nicht machen. Wir können jetzt natürlich, das Problem ist, hätte ich mir die Lampe mitnehmen sollen? Kann man mit einer Lampe vielleicht unter Wasser besser sehen? Halten die Lampen unter Wasser? Wäre das vielleicht sinnvoll gewesen, wenn man dann einfach eine Lampe hätte, wenn wir nachts tauchen können? Ist das so? Weiß das zufällig jemand? Hallo, hier. Okay, hier wächst gar nichts nach. Außer unser... Oh, das ist doch so doof mit dem Hunger die ganze Zeit. Wir müssen uns bald eine Axt machen, eine künstliche, glaube ich. Ich will diese Krankheit loswerden. Es ist furchtbar. Ich hasse krank sein. Ich habe keine Zeit zum krank sein. Mach was anderes, Junge. Der Witz wird alt. Ach, seufz. Okay, ich trinke. Durst haben wir keinen mehr. Aber Hunger offenbar eine Menge. Dann hau ich mir die mal gerade einfach rein. So, das sieht besser aus. Scheiße, ich will das ausräubern, aber ich kann es nicht. Wir können uns ein Bett bauen, aber dann müssen wir natürlich wieder was essen. Ich glaube, aber ein Bett bauen... Scheiße, ich weiß das Rezept gerade nicht auswendig. Verdammt! Sonst habe ich es mir vorher immer so ein bisschen zurechtgelegt, damit ich auch nicht vergesse und nochmal geguckt und tralala. Und diesmal habe ich es gar nicht gemacht, weil diesmal war ich sicher, ich werde nur Medizin suchen wollen. Erstmal in dieser Aufnahmesession. Das ist so mein, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Einfach mal Medizin suchen und dann sehen wir schon mal weiter. Junge, du gehst mir auch auf den Sack, ja? So, wir haben ja die Flossen. Also theoretisch können wir versuchen, ihn anzugreifen. Problem ist nur, unter Wasser ist es gerade sehr dunkel. Ich glaube nicht, dass wir den ausreichend sehen würden. Ich würde ihn gerne angreifen. Ich finde das ganz cool, dass er nicht bis zu uns hin kann. Dass er hier so seine Grenze hat. Er will uns essen. Er will uns essen. Ich weiß es genau. Lagerfeuer könnte ich machen, hätte aber gar keinen Sinn. Dann wird es hier an der Küste ein bisschen heller sein, aber das bringt nichts. Ich könnte mich auch einfach in ein Boot schmeißen. Ich muss jetzt nicht zwanghaft das Ding da plündern. Wir setzen uns einfach in ein Boot und rudern woanders hin, solange es Nacht ist. Ganz ehrlich, ich bin ungeduldig. Wir müssen jetzt hier nicht unbedingt die ganze Zeit sitzen und warten, bis mal was Gutes passiert. Kokosnüsse kriegen wir auch anderswo. Ich habe nur Angst, dass der Hai gleich unser Boot zerdeppert. Ciao, du Penner. Ich habe ja gespeichert. Wir kommen von der rechten Insel, deswegen schwimme ich jetzt mal zur linken. Hallo? Der schubst mich. Der schubst mich wieder. Drecksackhai, Drecksackhai. Ich hasse dich, ich hasse dich. Du stinkst. Das ist bestimmt Haiflaume. Alter. Oh. Boah, ich wünschte, wir müssten nicht atmen. Ich sehe nichts. Fucken. Und da schnabuliert er wieder am Schiff rum, der kleine Drecksack. Alter, ich mach mir ins Hemd. Verpiss dich bloß, du blöder Kackhai. Alter, ist das mies geworden. Oh, Scheiße, bloß weg hier. Also nachts gegen Haie kämpfen ist echt gar keine gute Idee. So gar keine gute Idee. Oh weia, oh weia, oh weia.
Oh Mann. So, wir haben den Hai überlebt. Gott sei Dank, Alter. Ich mach mir hier das Höschen nass. Und das meine ich nicht vom Badespaß. Das meine ich hier, ne? Leichtes Urinalgeplätscher. Ich glaube, der Ozean erfüllt jetzt mehr Wasser als vorher. Deswegen steigen die Meeresspiegel an. Das ist nicht die globale Erwärmung. Es ist einfach die, weil ich mich hier einpisse in der Karibik, weil mich dauernd Haie angreifen. Das ist der Grund, warum es bald kein Holland mehr geben wird. Von Angstpisse überflutet. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Wir schwimmen da drüben zur Insel. Ich hoffe zumindest, dass wir ankommen. Oh nein. Es war keine gute Idee, nachts los. Es ist, glaube ich, gar keine gute Idee mehr, loszurudern. Wir rudern gar nicht mehr los. Ich wünschte, man könnte das Floß ausbauen, dass man da noch so Sachen dran... Alter! Der ballert hier schon wieder gegen das Boot. Ich wünschte, man könnte das Floß, das man sich bauen kann, dass man das ausbauen kann. Dass man so 4x4, dann noch ein Segel drauf und sowas, tralala. Ich weiß, man kann einen Motor anbringen, aber ich finde das Floß an sich immer noch viel zu klein und viel zu wackelig. Und man sollte sich auch ein richtiges Boot bauen können aus dem... Na gut, aus der Palme wahrscheinlich nicht. Aber so aus verschiedenen Brettern, die man sich zusammennagelt irgendwie. Sollte es auch, also wenn man sich Häuser bauen kann, dann kann man sich auch bestimmt auch irgendwie ein Bötchen bauen. Das muss doch möglich sein. Oh, ja. Ich dachte, der Hai wäre weg. Der ist immer noch da. Oder es ist ein neuer, ich weiß es nicht. Haha, entweder ist das ein Hai oder es ist ein neuer. Hahaha. Oh mein Gott. Ich glaube, die Sonne geht bald wieder auf. Ich glaube, rechts senkt sich gerade der Mond übers Meer. Der Mond senkt sich übers Meer. Das hört sich an, als würde er jetzt hier gleich ins Meer stürzen, aber am Ereignishorizont. Er verschwindet am Ereignishorizont. Ich höre Hai-Musik, aber... Ah, wir kommen der Insel näher. Na, Gott sei Dank. Ich habe auch keine Ahnung, was für eine Insel das ist. Ich versuche nur, in der Nähe unserer Inseln zu bleiben. Ich könnte natürlich random jetzt Inseln abklappern. Ich versuche aber so ein bisschen in der Nähe zu sein, damit wir später noch unsere Hauptinsel wiederfinden. Was, wie ich fürchte, auch so schon nicht ganz so einfach wird. Aber je mehr Inseln wir mit Pfeilen auskleiden, desto leichter sollte uns das gelingen. Das Blöde ist nur, dass die erste Insel, der Pfeil irgendwie falsch gespeichert wurde oder keine Ahnung, vielleicht durch den Patch, irgendwie falsch gesetzt wurde. Und wir zu einer Insel gekommen sind, die einfach leer war. Das war nicht ganz so geil. Eieieiei. Da sehe ich was am Strand. Da waren wir schon. Ja, es ist Heimat. Es ist die Heimat. Ich weiß nicht genau, warum ich mich gerade so freue, aber es ist die Heimat. Ja. Wir haben zwar immer noch keine Medizin, aber wir haben jetzt Punkt 2 auf der Liste schon mal abgehakt. Wobei wir den wahrscheinlich bald wieder streichen können. Denn wir müssen ja eh wieder losfahren, um Medizin zu finden. Immer noch. Huch. So, ich komme nach Hause mit leeren Taschen. Toll. Den Motor würde ich auch noch gerne bauen. Ich glaube, dafür hätte ich Duct Tape eigentlich mitnehmen sollen, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, denn ich weiß nicht, wie wir das sonst zusammenschrauben sollen. Wir haben ja keine Schrauben. So, wir könnten schlafen. Oder wir könnten erstmal, ich weiß nicht genau, diesen Drinkable... Kann man die denn noch trinken? Ah, sehr gut. So, wir hatten doch... Hat man nicht noch mehrere Macheten gefunden? Dann kann ich die doch bald auch ablegen. Oder brauchen wir die überhaupt? Ich glaube, Äxte sind noch besser als Macheten, oder? Ich weiß es gar nicht. So, Palmwedel haben wir noch ein paar, Steine haben wir noch 2, wow. Okay, das sieht gut aus, das soll reichen, ich lege mir mal ganz kurz knacken. Und dann schauen wir mal ganz kurz, Sekunde.
Okay, wie sieht's aus? Naja, naja. Also wir verbrauchen, ich glaube, es ist auch weniger geworden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wenn wir schlafen, verbrauchen wir... Was ist das denn hier für ein... Was ist das für ein Schatten? Ach, das ist die Leiter vom Boot. Ah, okay. So, jetzt schwimme ich mal ganz kurz da. Ob ich da vielleicht Medizinschränkchen übersehen habe, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bete dafür, dass ich so dumm war, es zu übersehen. Wobei, naja, warum ich dafür beten sollte, weiß ich nicht, weil hätten wir das vorher gefunden, hätten wir wahrscheinlich schon Antibiotika gehabt. Deswegen, naja, ist auch egal. So, ich gucke jetzt nochmal nach. Haben wir denn hier irgendwie so ein kleines Medizinschränkchen? Nein, hier ist ein Locker. Hier ist ein Karburator drin. Ist jetzt wieder alles aufgefüllt oder was? Ich verstehe das gar nicht. Warum ist denn da wieder was drin? Da ist leer, wahrscheinlich, weil wir schon Karburator haben. So, Luft holen. Ich bleibe immer ein bisschen länger Luft holen, einfach weil ich finde, das ist realistischer, wenn man vielleicht nicht einmal nur ganz kurz auftaucht, dann kurz macht und gleich wieder runtertaucht. Ich finde ganz kurz, man sollte zumindest verschnaufen können. Oh, Duct Tape. Cool. Aber leider keine Medizin. Okay, Duct Tape haben wir. Das schmeiße ich mal direkt hier zu dem Haufen, zu dem lustigen Motorhaufen. Dann können wir vielleicht irgendwann mal ein Motorboot basteln tatsächlich. Aber ob das irgendwann Karburator haben wir schon, egal. Zweiten packe ich einfach nochmal mit drauf. Wir sammeln einfach mal alles zusammen. Wenn es an mir ginge, würde ich hier tatsächlich alle Wracks absammeln, pipapo, alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Und alles hier auf der Heimatinsel sammeln. So. Okay, folgendes. Solange Tag ist, klapper ich die Inseln ab. Hier gehe ich nicht nochmal in den Raum oben rein. Aus Gründen, die man vielleicht nachvollziehen kann. Ich weiß es gar nicht. So, da sind wir schon wieder. Alter, das gibt's doch nicht. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich muss einfach nochmal ein bisschen rumfressen. Kokosnüsse haben wir hier auch nicht auf der Insel. Ne? Da wachsen, an der Palme wachsen so ein paar. Die können wir uns holen. Hallo? Aha. Na, das hat ja gut geklappt. So, vier Stück haben wir dann immer noch gefunden. Was soll's. Und die hauen wir dann direkt mal hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh. So, Crude Hammer, wir haben aber noch Äxte. 3, oh. Die scheinen, ich glaube, die Äxte sind stärker als die Machete. Eins. Schmeiß mal hier hin. Zwei. So, zack, zack. Eins, zwei, drei. Tatsache. Also, Äxte sind stärker als die Macheten. So viel wissen wir jetzt schon mal. Dann sollte ich vielleicht einfach mal Äxte mitnehmen. Ich glaube, damit kriegt man die Palme auch schneller runtergesäbelt. Und da müssen wir uns aber auf jeden Fall mal auf den Weg machen. Ich weiß, wir haben hier die Hauptinsel. Oh, guck mal, der Spaten da draußen. Nee, weißt du was? Ich mach das jetzt mal so. Juhu. Oh, oh, ich glaube, ich fliege schon wieder. Ich fliege gerade über die Insel, oder? Nee. Es sieht nur so aus. Ich rudere einfach mal mit dem Ding hier über die Insel. Das geht super, wie man sieht. Und dann würde ich sagen, wir schwimmen mal dahin. So, schwimmen wir einfach mal diese Insel an. Ich glaube, da waren wir auch...
Oh nein, nicht schon wieder. Gibt's denn hier nur überall Haie? Das ganze Gebiet ist einfach nur ein riesiges Haibecken. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sollte jetzt definitiv öfter mal speichern. So. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin schneller. Kann das sein? Bin ich jetzt schneller, weil ich zwischendurch gespeichert habe? Ich habe das Gefühl, Alter, ich fliege hier doch nur so über die Wellen. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Wie schnell ich jetzt an der Boje vorbei war. Und ich höre auch das doppelte Paddelgeräusch. Kann es sein, dass wir schneller sind? Na nü? Bin mal gespannt, ob ich hier Pfeile... Da ist ein Pfeil auf der Insel. Ah, ja, ja, hier. Ja, das war unsere Standard-Lieblingsinsel. Da ist der Pfeil. Der zeigt, glaube ich, auch auf die richtige Insel. Naja, der zeigt aber nicht mehr in die richtige Richtung. Guck mal, das müsste jetzt da sein. Der Pfeil zeigt jetzt dahin. Ist schon interessant. So, Kompass kriegen wir ja auch. Den hat man hier irgendwie liegen lassen. Können wir ja mal spaßeshalber mitnehmen. So, und ich schaue jetzt mal ganz kurz in dieses Wrack hier rein. Ich hoffe, da finden wir was Schönes. So, bitte sag, dass ich hier... Ich muss ja irgendwo den Schrank vergessen haben. Denn ich habe 50 Milliarden Mal gelesen, wie doof ich bin, weil ich den Medizinschrank vergessen habe. Aber ich sehe hier irgendwie nirgends einen Medizinschrank. Die Toolbox hier ist alles ausgeräumt. So, nein, jetzt hakelt der sich wieder fest. Ich glaube, ich habe einen einzigen Medizinschrank übersehen und deswegen bin ich jetzt the most wanted Arsch of the Internet. Weil das sonst niemandem passiert, natürlich. Ist aber ganz interessant, wenn einer anfängt, irgendwas zu bemerken oder irgendwas zu sagen, die Kommentare auf YouTube sind so ganz komisch. Wenn einer anfängt, irgendwas zu sagen, es kann die ganze Zeit wunderbar friedlich sein und wunderbar still, aber wenn einer irgendwie bemerkt, du hast da das und das... Oh, oh. Ich komme gleich dazu. So, wenn einer dann anfängt, du hast ja das und das nicht gemacht, dann sind die Kommentare auf einmal voll, weil alle es dann gesehen haben wollen oder bemerkt haben wollen. Aber oftmals wird das auch nur nachgeschrieben und plötzlich bilden sich da sehr, sehr viele Professoren. Das ist ein ganz, ganz weit verbreitetes YouTube-Phänomen. Ist ja nicht nur bei mir so, das ist halt... Bei sehr, sehr vielen Kanälen ist das genau so. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Aber Professorentum, was übrigens was anderes ist, als darauf hinzuweisen, ne, wollte ich mal ganz kurz sagen, ist irgendwie weit verbreitet. So, hier haben wir sonst nichts. Mist. Ach, guck mal, da waren noch ein paar Kokosnüsse. Ja, gut, die kann ich auch noch mal ganz kurz essen. Da waren noch zwei Speere. Ich weiß gar nicht, warum ich ja zwei gemacht habe. Und ein Pocket Knife ist auch sehr praktisch. So, wenn die Kokosnüsse schon mal da sind, mache ich das mal ganz. Das nutze ich mal ganz kurz aus. Eins, zwei, drei. Eins, huch. Zwei, drei. So. Trinken. Weg. Trinken. Weg. Trinken. Weg. So. Seufz. So, fertig. So, haben wir. Gut, diesen Pfeil haben wir. Und da wir diesen Pfeil haben, probiere ich jetzt mal Folgendes. Ich nehme das Paddel natürlich wieder weg. Mit.
Lal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 a. Yay, yay. Okay, man kann offenbar nicht mehr... Ich habe einen Rettungsring. Ich bin fett, ich brauche einen Rettungsring. Das ist mein Schwimmflügel, weil ich sehr dick bin. Ich bin eine adipöse Person. So. Und jetzt schwimme ich mal da hinten rüber. Okay. So läuft's. Wir klappern heute ein paar Inseln ab. Ich hab's ja gesagt, wir klappern ein paar Inseln ab. Ich werde jetzt ein paar Wracks absuchen, denn wir brauchen unbedingt ein bisschen Medizin. Und jetzt würde ich gerne gucken. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie so hin, dass ich jetzt die Insel, wo wir herkommen, dass ich die markieren kann. Vielleicht waren wir auch auf so einer Insel, wo ich eine Insel markiert habe, von der wir herkamen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, als wir dann zu der Insel geschwommen sind, war da einfach gar nichts. Da waren wir einfach noch nicht, weil auch kein Stein sortiert war und nix. So. Ich bin so froh, dass die Paddelgeräusche minimiert wurden oder halt angepasst wurden, dass man jetzt nicht dauernd diese Kschin, 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 Kschin. Da bin ich ja recht happy drum. Und jetzt, ich hoffe, irgendjemand da draußen drückt mir die Daumen, dass wir vielleicht irgendwo noch ein bisschen Medizin finden. Das kann doch nicht sein. 50 Milliarden Wracks und kein bisschen Medizin. Nein! Regen und ein Hai. Oh, und ein Hai, der mich anstupst. Na super. Nein! Leck mich am Arsch, du scheiß Drecksgerät. Ich komm nicht mehr rein, komm ich rein. Und ich hoffe, das ist die Insel, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt vollkommen orientierungslos, ich hätte vielleicht auch einen Kompass gucken sollen, konnte ich aber nicht, weil ich rudere. Ich schwimme jetzt einmal zur nächsten Innen, hör auf mich zu schubsen, du blöder Hai, hör auf. Das ist doch total kacke, nein, Alter, boah, ha. Ich hasse Haie hier. Ich hasse sie. Die sind doch völlig übertrieben, wie die einen dauernd rumschubsen. Ich glaube, ich habe gerade eine... Habe ich gerade eine Schildkröte gesehen? Eine Sea Turtle? Alter, die Haie schubsen einen hier völlig übertrieben rum. Und da... Alter, wie viele Haie sind denn das, Mann? Da unten habe ich... Ich habe gerade drei Haie gesehen insgesamt. Einer, der uns die ganze Zeit rumschubst und zwei in der Entfernung. Alter, Lecco Mio, ist das scheiße. Jetzt reicht's aber. Da unten. Oder unten links. Oder ist das ein Fisch oder eine Turtle? Und ich weiß es gar nicht. Mann. Boah, ich brauche eine fette Harpune. Ich schieß die alle weg. Ganz ehrlich, ich rasiere hier alle Haie raus. Mir doch egal, ob wir in der Natur... Ich stehe auch unter Naturschutz. Leck mich am Arsch. Ich bin der Einzige hier. Ich stehe unter Naturschutz. Ich habe noch keinen anderen Menschen gesehen. Der hält sich nicht an Greenpeace. Ich halte mich nicht an Greenpeace. Ich boxe dem das Auge aus dem Kopf. Und natürlich ist es die Insel, von der wir kommen. Natürlich sind wir jetzt genau wieder zu der Insel zurück, von der wir kommen. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Ich glaube es am Wrack zu erkennen. Boah, sind die Haie scheiße geworden. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß, es ist sehr lustig, das Hund anzusehen, aber das ist schon ein bisschen übertrieben, weil man jetzt gar nicht mehr von Insel, also, ne, man kommt nur noch sehr schwerlich von Insel zu Insel. Wir sind doch genau auf der Insel, oder? Ja, es ist die Insel. Ich sehe das schon an dem Ding da, ich sehe es an den Palmen hier. Wir sind genau gar nicht weit gekommen. Ich schwimme gleich trotzdem nochmal los, ist mir egal. Das kann doch nicht sein. So. Huch. So. Oh wei, oh wei, oh wei.
habe das Gefühl, wenn ich so ein Paddel in der Hand habe, schwebe ich hier über die Insel. Boah, so eine Kacke, das darf doch nicht wahr sein. Mann, es gibt's doch nicht. So. Probieren wir es nochmal. Irgendwie müssen wir doch da hinkommen. Ich glaube, ich werde aus Gründen zufällig öfter mal speichern in nächster Zeit. Ich weiß gar nicht warum. Ist vielleicht, plötzlich halte ich das für eine gute Idee. Hatte so eine Eingebung irgendwie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, man kann sich irgendwann so ein richtiges Motorboot machen, wo die Haie quasi nichts gegen machen können, ne? Also nicht nur so ein Floß, sondern so ein... Da unten, da war doch wieder so ein Sea Turtle, ich weiß es gar nicht. Sondern so ein richtiges Motorboot oder irgendwie sowas, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt. Damit man nicht ganz so arg den Haiangriffen ausgesetzt ist. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das Spiel wirklich über längere Zeit spielt, man will natürlich auch Fortschritt machen, man will natürlich seine Bude weiter ausbauen, dies und das und tralala. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man längere Zeit spielt und will so, muss so 20, 30, 40 Inseln abklappern über die Zeit, dann wird das wahrscheinlich schon sehr nervig mit den Haiangriffen, auch wenn es schon sehr lustig ist, aber wirklich bei jeder Überfahrt irgendwie zwei, drei Haie auf dem Weg zu haben, ist dann ja, weiß ich nicht. Und da haben wir den nächsten. Natürlich. Ach. Ist das ein Bug? Ich habe das Gefühl, ich schwimme damit schneller. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert, weil das irgendwie, wir hatten das ja schon mal. Ich habe das Gefühl, ich schwimme damit doppelt so schnell. Das ist natürlich, ich bin so ein Arsch. Entschuldigung, ich mache das ja nicht mehr, außer jetzt. Und die nächsten Male. Und immer. Weil es geht. Und wir wissen wie. Verdammt. Das scheint zu funktionieren. Also wer Stranded Deep spielt und schummeln will, einfach rudern. Die Maustaste gedrückt halten fürs Rudern, ins Menü gehen, im Menü die Maustaste loslassen und wenn man, sobald man aus dem Menü wieder rausgeht, Maustaste wieder gedrückt halten. Dann rudert man doppelt so schnell, wie es aussieht. Was eigentlich ganz gut ist. Dann sparen wir uns die Wege. Fürs Let's Play ist das super. Da müssen wir nicht 10 Jahre rudern. Es kommt mir zumindest so vor, als wären wir schneller. Ich weiß es nicht. Und der Hai hat diesmal nicht angegriffen. Ich glaube, er kam nicht hinterher. Gefällt mir gut. So, mal gucken. Waren wir hier schon? Da ist schon wieder irgendwas Großes liegt auf der Insel. Ich sehe da keine Insel, von wo wir kamen. Es müsste also die da sein. Und ich habe keine Zweige mit, um das zu markieren. Das heißt, ich sammle die erstmal Zweige. Alter, geil, mit dem umgekippten Boot hier ist auch cool. Boah, wie geil. Kann ich da auch... Ach, guck mal. Die super nutzlosen Fernrohre. Habe ich gerade irgendwas mit Kabinett gelesen? War das nicht mal irgendein Whisky oder Schnaps oder so? Ach, Console Cabinet. Da kriege ich von hier natürlich nichts auf. Ich sehe nicht mal, wo da irgendwas aufklappen könnte. So, ich glaube, wir müssen uns gleich aber auch wieder ein bisschen was zu speisen hier gönnen. Ich sehe sogar Kartoffeln. Na super, da haue ich mal natürlich gleich mit der Axt rein. Drei Kartoffeln, die nehme ich mit. Die knuse ich mir gleich mal in den Schmauskiefen. Kiefen Sutherland. Ja, ich weiß. So. Oh, noch eine Kartoffel. Das ist ja angenehm. Danke, liebe Insel. Ja, danke, liebe Insel. Kann die Insel ja nichts für. Die Insel. Boah, dieses Rascheln. Die Insel beliefert uns reichlich. Ist das noch eine? Nee, das ist keine Kartoffel. Wie sieht's aus? Hungertechnisch, dursttechnisch, alles natürlich wieder an Bord. Die Binoculars, die lege ich mal dahin. Die werden wir nie wieder brauchen. Insel, das müsste die Wei...
Ah, ist ein Stein. Ich dachte gerade, das ist ein Hai. Der guckt uns die ganze Zeit an. Ich werde hier schon paranoid jetzt langsam. Ich glaube, das macht dieses Spiel aus Menschen. So. Ich hab das, glaube ich, anders gemacht. Hier auf dem Fels ist ein bisschen schwieriger. Nein. So, ich mach mal ganz kurz. Der muss an dem Ende... Na. So, dann haben wir diese Insel auch markiert. Dann wissen wir hoffentlich... Ich weiß nicht genau, sollte ich da noch irgendwas Auffälliges hinlegen? Damit man die Pfeile auch sieht? Ich weiß es gar nicht. So, wie sieht's aus? Hast du ein paar Nüsse? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, ein bisschen was trinken. Na, hallo? Ich konnte die gerade nicht wegschmeißen. So. Ich hab immer, ach, das Haifleisch hätte ich auf unserer Hauptinsel lassen sollen, ich Vollidiot. Wieso habe ich das denn mitgenommen? Eins, zwei, drei. So, wie sieht's aus? Wir sind wieder voll. Ich könnte jetzt zurückschwimmen, aber ich will... Ah, da hinten, siehst du, da haben wir noch ein Dingens. Ich frage mich, ob wir dem Hai mit der Axt mehr Damage machen. Es ist dunkel und ich schwimme zum Wrack. Ja, das ist total eine gute Idee. Denn wie wir ja gelernt haben, sieht man da besonders viel. Ich sehe nichts. Ich sehe gerade mal, dass hier das Wasser, das Dingens aufsteigt. Ich schwimme wieder zurück. Ich sehe nicht mal, wo in etwa zurückliegt die richtige Richtung. Ich müsste mir eigentlich echt noch Betten machen überall. Eigentlich wäre das ganz praktisch, aber ganz ehrlich, warum soll ich mir auf jeder Insel Betten machen? Letzten Endes sind wir da eh nur einmal hier wahrscheinlich oder kommen später nochmal wieder und schwimmen dann weiter, weil es hier nichts mehr gibt. Versuche mal von der anderen Seite reinzukommen. Ich sehe hier zumindest nichts. Aber es sieht nicht sehr ergiebig aus, wenn ich mal ehrlich bin. Ich glaube, da ist nur dieses eine Ding. Ist ja gerade geschwommen. Hups. Ach, guck mal hier. Ich kann fliegen. Wir schwimmen gerade das Schiff hoch. Okay, ich lasse das mal lieber. Wer weiß, was da wieder passiert. Ich habe keine Ahnung. So, Felsen können wir wieder zusammensammeln. Ob wir die... Doch, die sollten wir eigentlich mitnehmen. Ich weiß nicht genau, warum. Eigentlich nur, damit wir uns später wieder neue Waffen machen können. Also nicht Waffen, sondern auch Hämmer und sowas. Lalala. Hämmertome. Brauchen wir da ja immer ganz viele. Und, weil Steine wirklich... Komischerweise in der Karibik sind Steine sehr rar gesät. Ich weiß nicht, warum. Die sind hier einfach sehr selten. Und ansonsten Kartoffeln könnten wir weiter nochmal mitnehmen. Könnten wir gleich noch eine Ehrenrunde machen. Wir nutzen die Nacht, um hier quasi die Sachen zusammenzusammeln. Ich weiß nicht genau, was wir hier noch alles finden. Irgendwie nicht so viel. Ich glaube, auf dieser Insel gibt es nicht so viel. Ich würde aber gerne das Wrack noch da hinten untersuchen. Das wäre mir ganz recht. Da haben wir einen Kollegen, aber das ist, glaube ich, auch ein Wrack, oder? Da liegt noch irgendwas. Und da hinten sind noch zwei Wracks, wie es aussieht. Also die Chance auf Heilung steigt. Ich glaube, wir kriegen es hin. Da hinten ist noch ein Wrack. Also wenn wir hier auf der Insel nochmal bleiben. Ein kleines Weilchen verweilen sozusagen. Ich glaube, dann können wir noch ein paar Wracks absuchen. Und vielleicht finden wir ja mitunter ein bisschen Medizin. Ich persönlich würde mich sehr freuen. Oh, jetzt finden wir die Steine aber hier, wa? Oh, jetzt ist aber richtig... Ein richtiges Lotterleben an Steinen. Wo haben wir nochmal geparkt? Da. Natürlich fachgerecht auf dem Behindertenparkplatz. Ich habe mir einen Behindertenausweis beantragt und musste eigentlich nur meine Let's Plays zeigen und schon wurde der bewilligt. Das ging ganz einfach. So, eins, zwei. Hier haben wir noch das Haifleisch, lalala. Die Kartoffeln
Müssen wir theoretisch auch nicht mitnehmen. Können wir einfach... Können wir später einfach essen. Oder wir lassen die hier liegen. Ich habe keine Ahnung. Da haben wir noch einen Wrack. Also wir haben hier ein paar Wracks in Inselnähe. Ich glaube, ich möchte hier bleiben über Nacht. Ich möchte jetzt nicht weiter rudern. Die Nacht geht noch ein Stündchen. Ist das ein Stein? Ne. Raschel, 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 raschel. Okay, die Dinger brauchen wir ja nicht unbedingt. Vielleicht sollte man die gute, so eine gute Axt auch erstmal behalten, um damit gegen, wirklich mal gegen Haie anzutreten. Und dann vielleicht für Inseln erstmal so eine Lotter-Axt immer machen hier. So eine, weißt du, so eine Low-Bob-Axt, mit der wir dann hier so ein bisschen die Bäume rasieren oder Kokosnüsse aufspalten können. Weil dafür ist die gute Axt ja eigentlich schon fast zu schade, oder? Würde mich mal interessieren, Leute, die das vielleicht schon ein bisschen länger gespielt haben als ich jetzt gerade, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht... Ich finde das immer so doof mit diesen Aufrufen. Schreibt doch mal in die Kommentare. Aber anders erfährt man es ja nicht und man muss ja doch mal nachfragen. Mich würde mich mal interessieren, ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist, wie viele Äxte man findet, im Vergleich dazu, wie viele man braucht. So, Steine haben wir doch noch ein paar gefunden. Krass. Voll unkrass eigentlich, aber für das Spiel ist schon krass. So, haben wir denn hier... Haben wir nicht. Nein. Ich habe immer Angst, dass ich runterfalle, wenn ich aus so einer Palme klettere. Und aus irgendeinem Grund wird es ja auch immer sehr still, wenn man das macht. Hier gibt es auch nichts. Das Problem ist, das Runterklettern liegt auf der gleichen Taste wie das Rückwärtsgehen. Und wenn man dann von der Palme rückwärts weggeht, dann fällt man natürlich runter. Da gibt es welche. Eine. Die mir jetzt die Sicht versperrt. Das ist ja ein Traum. Toll. Okay, wir haben uns nichts... Nein, jetzt... Wir haben uns nichts gebrochen. Jetzt geh doch mal... Ich komme von der Palme nicht runter. Hallo, jetzt aber. Wir haben uns nichts gebrochen. Wir sind von der Palme runtergefallen. Es ist doch immer wieder ein Träumchen. Aber zum Glück haben wir uns nichts getan. Ich habe tatsächlich nur größtenteils erschrocken. Das ist noch ein bisschen blöd gemacht mit den Palmen. Dass man da immer irgendwie runterfliegt. Hoch kommt man ganz gut. So, die nehme ich jetzt auch nochmal mit. Da haben wir, glaube ich. Die hatte keine Nüsse. Wow, zwei. Hey, das ist ja super. Ich glaube, im Wrack waren noch welche, ne? Seufzt, ich versuche gerade nur die Nacht rumzubringen. Nicht böse sein, ich muss ja immer die Nacht abwarten. Und wenn ich jetzt überall anfange, ein Bett zu bauen, vielleicht geht das schneller, wenn man überall ein Bett baut, als wenn man jetzt einfach die ganze Zeit die Nacht abwartet auf jeder Insel. Das Problem ist nur, dass der Tag immer so furchtbar schnell vorüber ist. Und am Tag ist man den ganzen Tag... Vielleicht sollte man nachts die Inseln anrudern und tagsüber sammeln und nachts weg von der Insel rudern. Vielleicht sollte man so irgendwie mal hindrehen. Wir schlafen ja eh nicht. Wir haben ja hier eh keinen Biorhythmus oder sonst irgendwas. Ich würde da hinten so gerne hin, aber das Problem ist einfach nur, da sind noch zwei Wracks. Das Problem ist, dass man nachts wirklich nichts unter Wasser sieht. Geh schneller unter, du Scheißmond! Na gut, plups. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich könnte die Zeit natürlich nutzen und hier einfach mal alle Bäume fällen, warum auch nicht? Wenn eh keine Kokosnüsse nachkommen. So, man weiß ja nie. Ich hab den noch gezogen. So, den ziehen wir mal hierher. Dann können wir ja mal, wir können die Insel ja mal ein bisschen rasieren. Wenn wir später irgendwie Stickies brauchen, dann müssen wir das dann machen. Dann können wir die Nacht wenigstens sinnvoll nutzen. Hat ja auch Vorteile. So. Lalalalalala. Und wir kriegen auch noch, doch noch ein paar Kokosnüsse, das gefällt mir auch ganz gut. So. Hier ist die nächste. Ich fürchte, wenn wir nämlich irgendwie wirklich was Großes bauen wollen, dann werden wir viele, viele, viele Stickies brauchen.
Und das Problem, ich glaube, das Problem ist, dass unsere Insel nicht groß genug ist. Wenn wir wirklich was Großes bauen wollen, braucht man, glaube ich, auch richtig große Inseln. Und diese hier, naja, die eignen sich alle nur bedingt. Ich hoffe, es kommen irgendwann mal mit einem zukünftigen Update größere Inseln. Das würde mich sehr freuen. Bei der ist es fast schade, die abzuschlagen, aber egal. Na. So. So. Hier ist sie. Und da fliegen jetzt auch überall Kokosnüsse rum. Geht das noch? Ich glaube, man kann... Nee, ich glaube, man kann nicht mehr fliegen mit den Palmen. Ich glaube, das haben sie gefixt. So, dann sammle ich nochmal die Kokosnüsse ein. Dann haben wir da auch mal wieder was zu schmausen zwischendurch. Hier. 1, 2, 3. Hier drin ist keine gelandet. Gut, kurz am Kinn kratzen, weiter geht's. Und der Mond setzt sich langsam, das heißt, wir haben gute Aussichten darauf, dass es in Bälde vielleicht doch mal Tag wird. Und dann schwimmen wir hier die ganzen Dinger ab und dann kriegen wir bestimmt, also da muss doch irgendwo, es muss doch irgendwo Medizin drin sein. Ich habe bei anderen Leuten gesehen, die haben 50 von den Dingern und wir finden natürlich wieder nicht eins und hängen ja schon 50 Folgen lang mit diesem scheiß Seeigelbiss rum. Also ist ja kein Biss, ich nenne das trotzdem immer Biss. Es ist auch zum Heulen. Also ganz ehrlich, das ist doch traurig. Ich habe echt so ein Glück immer bei diesen Spielen. Das gibt's gar nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nie Mensch ärgere, dich spiele. Weil ich mich ärgere. Immer. Oder Monopoly. Furchtbar. So. Das haben wir. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier Kokosnüsse sind, das wäre schon mal ein Traum. Jo, hier müssen wir mal bald was speisen. Kein Mensch kann so viel Hunger haben. Was mit den Kartoffeln eigentlich? Wieso haben wir die eigentlich nicht mehr gesehen? War das nicht hier? Ich bin verwirrt. Es war eine andere Insel. Ich sag vorsichtshalber, es war eine andere Insel, bevor ich mich jetzt zu dämlich anstelle, was ich natürlich ohne Frage sowieso tue. Da haben wir noch eine Palme, dann haben wir, glaube ich, alle Palmen hier abgeholzt, dann können wir die meinetwegen zu Kleinholz verarbeiten. So. Und bumsti. Zum Glück kostet es ja irgendwie nicht mehr Ausdauer, habe ich das Gefühl, wenn wir hier die Bäume absägen. Ob wir dann hier ganz normal rumlaufen oder ob wir jetzt hier aktiv sind, spielt keine Rolle. Dann können wir hier wenigstens mal ein bisschen Kleinholz machen. Boah, der Mensch. Ganz ehrlich, das ist so symbolisch für den Menschen. Es ist einfach traurig. Kommt auf die Insel, macht sich alles... Warte mal. Ist das jetzt Ingame oder Outgame? Ich höre gerade, glaube ich, irgendwie ein Flugzeug oder irgendwas. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt... Na toll, jetzt wo die Nacht fast vorbei ist. Na, ganz großes Kino. Scheiße. Aber ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Und das Tolle ist, ich schalte für den Endscreen immer ins Menü. Und es regnet hier trotzdem weiter und ich höre mein eigenes Wort nicht, weil es so laut ist. Naja, egal. Ja, also gefunden haben wir Medizin noch nicht. Das Einzige, was wir diese Folge gemacht haben, ist erfolgreich von Haien hin und her geschmissen werden. Man fühlt sich so ein bisschen wie das dicke Kind auf dem Schulhof, das immer von irgendwelchen Kindern hin und her geschubst wird. Genau so fühle ich mich auf dem Ozean, wenn wir da versuchen, mit unserem kleinen Gummiboot von Insel zu Insel zu schippern. Und die Haie sind die Mobbing-Kids. Ne, die Haie sind echte Mobber. Das sind Mobbinghaie, das sind Arschlochhaie. Ich hasse die alle. Und ich wünschte, man könnte irgendwo eine Harpune finden. Dann wären die Ozeane hier aber ganz schnell leer. Und wir hätten immer einen vollen Kühlschrank. Das kann ich aber sagen. Und der Kühlschrank wäre natürlich gebaut aus Haifleisch. Genau wie unser Haus einfach nur aus Haifleisch gebaut wäre. Und auf einer Insel aus Haifleisch. Aus einem riesigen Haifleischberg. Mit einem Haifleischhaus, ein Haifleischkühlschrank. Und
Ja, das wäre ganz toll. Ich würde mich jeden Tag in Haifleisch wälzen, bis die Maden kommen. Die bieten wichtige Eiweiße. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Der Regen ist sehr laut. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, in der nächsten Folge finden wir in den Schiffswracks, die zahlreichen Schiffswracks, die diese Insel umgeben. Ich hoffe, da finden wir Medizin. Da wäre uns mega geholfen. Ich würde mich sehr freuen. Bitte drückt doch endlich mal die Daumen. Mann, ich finde gar nichts. Naja, ich hoffe, in der nächsten Folge haben wir mehr Glück. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V.